So, schönen guten Tag, Chef. Grüezi. Erzählen Sie mal, was steht heute so auf dem Programm? Heute haben wir eine spezielle Reise vor, habe ich gehört. Ja, genau. Guten Tag, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie herzlich zur neuesten Folge von Ingos Rotlichtkanal. Der Kameramann ist heute leider nicht mit von der Partie, weil wir nämlich heute einen berühmten anderen Saunaclub besuchen werden und er von zu Hause nicht das Okay erhalten hat, in einen fremden Club einzutreten. Deshalb kann es sein, dass die Qualität nicht immer bestens ist. Aber wir geben uns Mühe. Mein Clubmanager wird mich heute begleiten. Also dann hat der Clubmanager doch ein bisschen mehr Freiheit als der Kameramann in dem Fall. Ja, von zu Hause auf jeden Fall. Ich kenne seine Frau persönlich, die ist da immer ganz offen. Sehr gut. Dürfen Sie schon verraten, wo es hingeht, oder wird das noch eine Überraschung? Ich möchte es jetzt noch nicht erraten, aber ihr Zuschauer seid natürlich hautnah dabei. Es ist dann eine kleine Überraschung. An dieser Stelle möchte ich noch die Adelina grüßen. Wir hatten vorher ein Telefongespräch und sie hat mir nicht geglaubt, dass wir heute einen Club besuchen, in dem sie selber mal gearbeitet hat. Hallo, Adelina. Yes. Ja, also, das war mal die Introduction und es geht dann gleich weiter im Auto und dann seht ihr, was passiert. Es wird sehr interessant, glaubt es mir. Ja, perfekt. Dann geht es nachher weiter. So, jetzt geht es langsam auf Tour. Möchten Sie noch was dazu sagen? Ja, wir müssen ungefähr jetzt 700 Kilometer machen. Das ist der berühmteste Polo von Zürich, denke ich mal. Ich hoffe mal, dass wir die 700 Kilometer nicht mit dem zurücklegen müssen. Ja, lass dich überraschen. Es geht also gleich weiter. Also, bis gleich. So, willkommen zum nächsten Teil der heutigen Videos. Wie wir sehen, hat sich der VW Polo ein bisschen umgewandelt. Wollen Sie mal Stellung dazu nehmen? Ja, wir fliegen jetzt nach, wo fliegen wir ran, Herr Captain? Klagenfurt. Und von dort dann mit dem Auto sind es noch 63 Kilometer. Vielleicht erraten es schon einige, um welchen Club es sich handelt. Wollte ich gerade sagen, sonst wird das definitive Ziel wahrscheinlich bei der Landung genannt. Aber noch was anderes, der Flieger sieht nicht gerade nach einem Linienflieger aus. Wollen Sie dazu noch was sagen? Nein, ist ein kleiner Privatjet und Fliegen ist ja mein Hobby, das wissen wir inzwischen alle. Ja. Alles klar, gut, dann sehen wir uns bei der Landung wieder. Ja, ist gut, bis guten später. Guten Start. So, Ankunft Klagenfurt, jetzt geht es weiter. Wenn Sie noch etwas dazu sagen. Ja, ich sage schon etwas. Wie haben Sie die Landung gefunden? Ein bisschen turbulent. Zigarren ist auf Seitengleit und Gurt angezogen. Habe ich jetzt noch nicht gekannt. Aber also im Approach dann. Bin ja ein guter Händler. Ja, super. Jetzt gehen wir weiter, schnell im Hotel vorbei. Und nachher gehen wir dann schon in den Club. Welchen Club? Sagen wir immer noch nicht, oder? Sagen wir noch nicht. Erst wenn wir davor stehen, dann tun wir das Geheimnis lüften. Alles aber viel wissen Sie ja schon. Ja, alles schon. Also, bis später, bis noch. Meine lieben Freunde. So, Herr Clubmanager. Sind wir beim nächsten Film. Der Hintergrund sagt ja schon ein bisschen, wo wir uns befinden. Jetzt können Sie mal Stellung dazu. Ja, man hat immer gehört, wie gut der Club sei. Ist auch in den Foren zum Teil gestanden. Jetzt haben wir uns zweimal davon überzeugen, oder? Bin ich auch gespannt, ob das wirklich so ist, wie wir es gehört haben. Ob das optisch mithalten kann, stimmungsmäßig, was da angeboten wird. Bin ich sehr gespannt. Ja, wir haben gehört, es hat meistens über 100 Girls da. Genau. Da bin ich ganz gespannt, was dann so das optische Niveau ist. Dann auch, wie die Stimmung ist. Bin Dings. Und ich habe schon mal gehört, auch der Ausbau sei super, hat noch das Hotel dabei.
hätte dort gerne übernachtet, aber ist nicht mehr gegangen, alles ausverkauft. Ja gut, bei 28 sind wir auch nicht so schwer. 38. 38, okay. Ja. Ja, ich komme ehrlich gesagt ohne grosse Erwartungen. Ich sage immer, ja, ich habe auch keine zum neues Toppen oder ein neues Ankommen. Nein, aber ich finde, das sollten wir den Besuch sollten wir jetzt mal machen, damit wir auch vergleichen können und dann unseren Zuschauern sagen können, ist es besser, ist es schlechter und so weiter. Ja, vielleicht sehen wir auch ein paar Eindrücke, was wir eventuell besser machen können. Vielleicht sehen wir, genau, dass wir schon alles richtig machen. Und was soll ich noch sagen? Macht sie auch Innenaufnahmen? Ja, ich probiere mal diskret. Aber nur diskret. Ja, ja. Wir gehen jetzt mal rein und dann schauen wir weiter. Was der Abend bringt. Bis später. Adieu. Also. So, meine Damen und Herren, die Nacht ist um. Wir sind in gewisse Turbulenzen in dieser Nacht. Wir starten jetzt gerade Treiber und wir machen dann eine vollständige Zusammenfassung, wenn wir wieder in Zürich sind. Guten Morgen. Guten Morgen, Herr Clubmanager. So, wie ihr alle gesehen, sind wir wieder zurück im Lob von unserem gestrigen Trip. Wo der stattgefunden hat, haben wir alle mitbekommen. Wo denn? Willkommen gewesen in Klagenfurt. Genau. Jetzt haben wir gedacht, wir schildern uns ein paar unsere Eindrücke ein bisschen schildern, wie wir uns dort empfunden haben. Das mich würde es als erstes interessieren, sind Sie erkannt worden, als Sie da reingelaufen sind? Ja, sofort. Ich bin an der Rezeption, erst gehören vorbei. Schon Begrüßung, alles. Dann sind wir ja rein. Dann ist gerade der Clubmanager von der ECO. Ich kenne ihn gar nicht. Der hat mich gerade mit Namen begrüßt. Ja. Wir sind gerade von Anfang an voll integriert im Club. Okay. Also gerade willkommen geheißen. Ja, war super, ja. Tipptopp. Und wie hat es eigentlich ausgesehen mit der Frauenanzahl? Stimmt das, was dort auf der Webseite publiziert wird, das 100 Frauen? Ja, würde ich sagen. Ich würde sagen, das sind etwa 100 Frauen gewesen. So geschätzt natürlich, aber ich würde sagen 100. Okay. Das kommt an, ja. Und wie haben Sie das optische Niveau von der Frau empfunden? Ich habe es folgendermaßen gefunden. Es ist die Spitze, finde ich jetzt im Verhältnis zum Glob, ein bisschen besser, prozentual. Dann das Mittelfeld ist etwa gleich, aber dann das hintere Drittel ist schlechter als im Glob. Das heisst, es hat auch viele, die nicht optisch... Ja, würden wir jetzt da nicht einstellen. Ja. Aber insgesamt haltet sich das etwa die Waage. Vielleicht mit leichten Vorteil fürs Welcome, weil die doch ein paar Frauen haben, die eigentlich perfekte Gesäße haben. Also das muss ich schon sagen. Ja. Ja gut, und so vom Club allgemein, wie haben Sie die Größe und die Ausstattung vom Club
Wagner? Ja, ich würde es mal sagen, der Aufenthaltsbereich mit der Bar, das ist etwa so im Rahmen vom Globe. Es ist halt etwas ganz anderes. Man fühlt sich wie in einer Diskothek rein. Mhm. Und dann hat es noch ein Wellness. Es ist abgetrennt. Bin ich kurz drin gewesen, aber wie auch alle Sauna-Club-Gänger wissen, das Wellness ist nicht so wichtig. Sehr sekundär, ja. Genau. Und was haben wir noch? Haben Sie das Zimmer auch schon anschauen? Ja, ich bin auf einem Zimmer gewesen für eine Massage. Aber seriös jetzt, ehrlich, ich würde es sagen, wenn es nicht so gewesen wäre. Sie sind relativ einfach. Sie haben gegenüber dem Globe einen Vorteil, dass sie eine Dusche drin haben, aber sie sind nicht besonders gross, einfach eingerichtet. Aber im Globe ist ja das Konzept so, das Globe hat keine Duschen auf dem Zimmer, weil ja gewollt ist, dass sich die Gäste, Girls, in der gemeinsamen Sauna treffen, dass sich gegenseitig sehen und schon in Kontakt kommen können. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Ja. Und den Aussenbereich haben Sie auch anschauen, oder? Ja gut, es war ziemlich alt, aber wenn wir jetzt ein Eis rauchen wollten, müssen wir in den Aussenbereich raus. Es hat einen Pool, das habe ich gesehen. Der war nicht sehr warm, der ist meine Zuhause also wärmer. Die Temperatur verrate ich jetzt nicht, sonst kommt vielleicht noch die Behörde vorbei. Ist auch ein bisschen grösser, länger, oder? Ja, das schon, ja, auf jeden Fall. Und dann, ich würde sagen, was ich jetzt gesehen habe, es war auch schon dunkel gewesen. Der Garten wird etwa von den Quadratmetern gleich sein wie es Westside. Also ganz klar ein grosser Vorteil gegenüber dem Globe. Und so generell die Stimmung im Laden selber von den Gästen, von den Frauen, wie haben Sie das empfunden? Ja, es ist einfach dort so, es ist wie eine Diskothek, es läuft Musik, Bewegung findet nicht sehr viel statt, es ist relativ statisch. Das ist eigentlich ein Unterschied zum Globe, wo alles ein bisschen dynamisch ist, wo es einen Fluss drin hat. Wir bieten auch Shows. Das ist ja dort gar nicht, oder? So wie ich mir davor. Nein, also ich kann es auch. Halt Tanzeinlage. Genau, das habe ich mal gesehen, aber mehr nicht. Ja. Ich würde sagen, das ist Geschmackssache. Ja, das sehe ich auch so. Haben Sie auch etwas können essen oder mal ins Restaurant reinschauen? Wie war das jetzt mit uns? Ich habe ins Restaurant reingeschaut. Von der Grösse ist es nicht ganz so gross wie das, aber auch ziemlich geräumig. Die Speisen, die sie angeboten haben, habe ich das Gefühl gehabt, sind einmal gut gewesen. Da muss ich jetzt aber Kritik anbringen, dass dann das einfach zu lang über den Tag nicht gut unterhalten worden ist. Also ich habe dann nichts genommen, aber so wie es mal ausgesehen hat, vermutlich, weil aus der Dings, was da auf die Ausstelllage gekommen ist, glaube ich, sind das gute Sachen gewesen. Einfach zu wenig oft aufgefrischt. Ja, ist jetzt mein Eindruck gewesen, ja. Und wie haben Sie die Ansprache von der Gösse empfunden? Sind Gösse auf Sie zugekommen? Oder? Ja, also das habe ich ganz gut gefunden. Die sind auch lustig gewesen. Also ich habe mich da sehr gut unterhalten, muss ich sagen. Also da gibt es gar nichts zu sagen. Ja. Die bei mir gewesen sind, das ist wirklich gute Unterhaltung gewesen. Ja, hat Spass also gemacht. Sehen also. Wieso, ja, haben Sie auch über kennengelernt? Ja, wir haben ein bisschen Plausch gehabt mit Ihnen. Ja, aber das muss ja sein. Ja, aber das ist gut gewesen. Ja, das wollen wir auch, wenn da Frauen irgendwie genau, mit also das Zeit muss ich sagen, dass sie etwas dafür überkommen. Und genau, das hat mir sehr gut gefallen, ja. Ja, auf Zimmer haben wir vorher kurz angedeutet, sind Sie ja nur für eine Massage, oder? Ich bin nur für eine Massage gewesen. Die Frau, mit der wo ich war, die ist einen Angriff über. Die hat gedacht, das laufe ich dann mehr, aber ich habe das blockiert, genau. Aber ich muss sagen, so der Anfang, den sie genommen hat, war sehr motiviert gewesen. Hat mir auch also von dem her sehr gut gefallen. Sie ist da voll mit Elan dran. Ja. Und muss sagen, eine halbe Stunde 70 Euro, wenn jemand so anfängt, toll. Und das wollte ich jetzt fragen, wie ist das mit den Preisen? Was ist denn in 70 Euro inbegriffen? Ja, das weiss ich selber nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Ah, ja. Also jetzt, Sex hatte ich jetzt keinen gehabt. Leichtes Petting mehr nicht. Aber ich muss sagen, so wie mir das übergekommen ist, würde ich sagen, gut. Aber haben Sie das Gefühl, man würde dort für 70 Euro den gleichen Service bekommen wie jetzt mit einem Schweizer Club? In einem Club? Das ist Spekulation. Ja. Ich habe es nicht ausprobiert, darum kann ich es nicht sagen. Noch Sympathie wahrscheinlich, kann auch sein, oder? Kann auch sein, ja. Was wollte ich auch fragen? Ja, wie haben Sie das Personal empfunden? Sind die freundlich gewesen, zuvorkommend? Oder? Das Personal war super gewesen, muss ich sagen. Die haben sich sehr gut um uns gekümmert. Auch der Manager. Der Mattia, der ist, habe ich vorhin nicht gekannt, der ist auch sehr gut gewesen. Aufmerksam, muss ich sagen. Ja, der hat uns sogar noch zwei Hotelzimmer reserviert dort vor Ort. Obwohl sie eigentlich ausgebucht gewesen sind, muss ich sagen. Danke vielmals. Ja, also da gibt es gar nichts zu sagen. Super. Ja, das Fazit im Großen und Ganzen würde ich sagen, der Laden ist empfehlenswert, wenn man gerade in der Gegend ist oder schnell durch Österreich durchfährt. Also ich finde, er ist sehr empfehlenswert, ja. Also das Welcome kann man mit gutem Gewissen empfehlen. Gute Unterhaltung, gute Hardware, schöne Frauen, doch. Also sehr gut, sehr guter Club. Würden Sie jetzt eine siebenstündige Autofahrt auf sich nehmen zum nächsten oder anfahren? Nein, ich bin ja nicht mehr 20. Wenn ich 20 wäre, vermutlich schon. Okay. Aber heute in meinem Alter muss es schneller gehen. Ja, was es ja auch gegangen ist. Dann geht es halt in die Luft, das haben wir doch gesehen. Genau. Ja gut, ich von meiner Seite kann auch sagen, es war ein cooler Trip gewesen. Lässige Abend, wir haben den Applaus gehabt.
Würde ich auch sagen, ja. Und lieber Thorsten, schade, könntest du nicht dabei sein. Ja, so Herr Thorsten, wirklich schade, weil es war wirklich grandios, glauben Sie uns. Ja gut, dann ein erfolgreiches Wochenende und bis bald, liebe Zuschauer. Auf Wiedersehen, liebe Zuschauer, adieu. Wir machen nochmal schnell einen kleinen Nachtrag zum vorherigen, zum letzten Video. Ja, genau. Genau. Dort, wo ja die Frage ist, wegen Duschen, Zimmer oder allgemein Duschen, ja, habe ich nachher gesagt, Sauna als Treffpunkt statt Duschen. Das ist, ich habe noch keine Minute geschlafen heute Nacht, aber ist mir nachher aufgefallen, als ich es angeschaut habe. Und natürlich nicht vergessen, unser Gewinnspiel, das-imperium.ch, wo ihr jeden Tag einen Eintritt plus eine halbe Stunde Service gewinnen. Das war jetzt aber definitiv gewesen. Love and Peace. Ja, tipptopp. Auf Wiedersehen.